Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian. Heute mal von den Arkaden des Maximilianeums hier im Bayerischen Landtag mit einem Blick über unsere wunderbare Landeshauptstadt München. Heute geht es inhaltlich um die Frage von Thorsten aus Würzburg, der den gestrigen AfD-Eklat hier im Bayerischen Landtag verfolgt hat und jetzt von mir wissen will, wie wir Freien Wähler denn zur Maskenpflicht stehen und was wir vom gestrigen Auftritt des Rechtspopulisten hier im Parlament halten. Ja, lieber Thorsten, vielleicht ist es nötig, zunächst einmal für alle Zuhörer und Zuschauer zu erklären, was gestern passiert ist. Es war nämlich mal wieder einer dieser unsäglichen Fremdschämen-Momente, in dem es einem richtig peinlich war, dass die AfD hier im Bayerischen Landtag sitzt. Was ist passiert? Ein Abgeordneter der AfD ist ernstlich zu einem Tagesordnungspunkt, in dem es um die NS-Vergangenheit gegangen ist, mit einer Gasmaske im Gesicht ans Rednerpult des Bayerischen Landtags getreten. Gott sei Dank hat unser Vizepräsident Alexander Holt dieses unwürdige Trauerspiel sofort beendet, dem Maskenkasper eine Rüge ausgesprochen, ihm das Wort entzogen und ihn zurück auf seinen Platz verwiesen. Trotzdem war das natürlich mal wieder eine echte politische und gesellschaftliche Widerlichkeit, ja eben ein Fremdschämen-Moment, der gar nicht geht. Leute, die sich so benehmen, und das ist auch, was wir Freie Wähler von solchem Verhalten halten, Menschen, die sich so benehmen, die gehören maximal unter einen Aluhut, ganz sicher aber nicht in unsere Parlamente, in unsere Demokratie. Wer sich so aufführt und so daneben benimmt, der hat hier im Bayerischen Landtag nichts verloren. Wie stehen wir aber grundsätzlich zur Maskenpflicht? Auch das Teil deiner Frage, lieber Thorsten. Naja, ganz ehrlich, so richtig Spaß macht es uns natürlich allen nicht, wenn wir diese Maske im Gesicht tragen müssen, gerade jetzt im Sommer, wenn es warm wird. Aber ich glaube schon, dass wir uns immer wieder klar machen müssen, dass sich in der Situation im Hinblick auf das Coronavirus seit Februar, seit März, seit der Hochzeit des Virus materiell dem Grunde nach nichts verändert hat. Nichts verändert hat deshalb, weil das Virus als medizinisches Phänomen sich natürlich nicht dafür interessiert, ob wir langsam ungeduldig werden, ob uns langsam die Masken nerven. Nein, in Wahrheit ist es eben so, dass diese Masken, das Social Distancing und das simple Händewaschen immer noch das Einzige sind, was wir gegen dieses Virus in der Hand haben, solange es kein Medikament, solange es keinen Impfstoff gibt. Und deshalb gibt es auch von uns Freien Wählern als Regierungsfraktion in Bayern ein klares Ja zur Maskenpflicht, bei allem Verständnis dafür, dass es an der einen oder anderen Stelle nervt. Denn Social Distancing, Maskenpflicht und Händewaschen sind unsere einzigen Waffen gegen dieses Virus. Und alles, was wir uns als Freiheiten jetzt wieder zurückerkämpft haben, dafür haben wir Freien Wähler uns ja sehr stark gemacht innerhalb der Bayern-Koalition. All die Lockerungen, die wir durchsetzen konnten, die stehen immer nur auf dem wackeligen Fundament dessen, dass die Menschen sich an die Maskenpflicht und an das Social Distancing halten, sodass wieder mehr Freiheit endlich möglich ist, ohne dass die Viruszahlen wieder nach oben gehen, ohne dass die Gefahr eines zweiten Lockdowns besteht, ohne dass wir Gefahr laufen, wieder alle zu Hause sitzen zu müssen. Und da glaube ich, ist es schon das kleinere Übel, sich mit dieser Maskenpflicht zu arrangieren. Ich persönlich darf lieber wieder raus an die Sonne, darf lieber wieder so gut es geht unter Menschen und ein echtes Sozialleben wieder aufnehmen um den Preis dieser Maske, als dass ich mir die Maske spare und wir alle in ein paar Wochen dann wieder zu Hause sitzen müssen und den nächsten Lockdown haben. Deshalb also Ja zur Maskenpflicht und vor allen Dingen aber eine ganz klare Ansage an den Kasper aus der AfD-Gurkentruppe mit dieser Gasmaske im Gesicht. Solche Leute haben hier im Bayerischen Landtag, haben in unserer Demokratie nichts verloren. So ein unwürdiges Schauspiel sollten sich selbst die Rechtspopulisten hier im Parlament sparen. So viel, lieber Thorsten, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet sie wie immer unten in den Kommentaren. Dann geht es nächste Woche um euer Thema, wenn es wieder heißt, Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.